So ein geiler Charakter. Imagine Vegeta ist so geil, Digga. Ich weiß auch gar nicht, wie dies. Das ist so ein geiler Charakter. Wie kann ein Charakter so Bombe sein? Wirklich. Hallo, liebe Freunde! Herzlich willkommen zu Sparking Zero. Ich freue mich extrem. Ich finde es mega cool, dass das Game genauso feiert wie ich. Dieses Game hat es echt in sich. Let's go, Freunde. Mit Vegeta. Let's go already. Ich glaube, in der Buu-Saga oder so. Irgendwie so. Und ich habe hier natürlich. Ja, auch mein Eistee am Start. Oh. Einige Zeit, nachdem Son Gohan Cell besiegt hat, der nun erwachsene Son Gohan trifft sich mit Vegeta, um über die Teilnahme am Weltturnier zu sprechen. Vegeta willigt in die Teilnahme am Turnier ein. Son Goku, der im Jenseits ist, beschließt ebenfalls mitzumachen. Und Freunde, noch eine kleine andere Info. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo oder ein Like da. Und jetzt geht's weiter mit der Story. Um Son Goku am Weltturnier zu schlagen, beginnt Vegeta das Training mit Trunks. Oh, cool. Okay. If you can punch me in the face, I promise I'll take you to that amusement park you're always going on about. Cool. Really? You mean it? Geil. Here I come. Jetzt komme ich. Now let's just see what you can do. Trunks sieht voll cool aus. Es ist soweit. He may be a Super Saiyan, but he's still a child. No way in hell I'm letting myself get hit. Oh, dieses Game ist so geil. Ich bin auch in Super Saiyajin Stufe. Ich bin Stufe 1, ja. So geil, ey, dieses Game, ehrlich. Komm schon, volle Pulle drauf. Komm schon, ein paar Energiebälle drauf. So geil, dass wir auch draußen fighten und nicht irgendwie drin. Also, aber wäre auch cool gewesen, wenn man einfach den. Wenn man einfach den. Upsala. Wenn man zum Beispiel einfach. Ja, den Raub von Geist und Zeit hätte, wäre auch geil gewesen. Oha. War's das schon? Anscheinend schon. EP bekommen 15.000 Zeni. Dazu werde ich wahrscheinlich auch ein Video machen, wie man sich ganz schnell Zeni-Punkte bekommt. Damit ihr die ganzen Punkte freischalten könnt. Beim Weltturnier trifft Vegeta wieder auf Son Goku. Die Auslosung bestimmt, dass Vegeta in der ersten Runde gegen Son Goku antreten muss. Endlich kann er einen Kampf genießen. Sehr gut. Doch während Son Gohans ersten Auftritt kommen Yamu und Popovic in die Arena und verschwinden mit Son Gohans gestohlener Energie. Vegeta hilft Son Goku sofort, Popovic auf die Spur zu folgen, bla bla bla. Kurz darauf werden Yamu und Popovic von Babidi getötet, Dabra hat Piccolo und Krillin versteinert. Krillin will sich zurückverwandeln. Um Krillin zurückzuverwandeln, folgen Vegeta und die anderen zu Dabra und bekämpfen ihn. Oha, jetzt geht's los. Doch als Vegeta Dabra und Son Gohan kämpfen sieht, ist er frustriert, dass er nicht gegen Son Goku beim Weltturnier kämpfen kann. Also nutzen Dabra und Babidi Vegetas egoistische Wünsche aus. Los geht's. Oha, geil. Eine der heftigsten Szenen im Spiel. Das ist so krass, Alter. Da sieht man richtig, wie sich Vegeta dagegen wehrt. Das ist aber auch im Raumschiff passiert. Babidi's using the evil in your heart to control you. Clear your mind. Remove. Shut your mouth. You know nothing. So heftig. Yes, yes. Now you belong to me. Geil. Now that you're under my control, I shall push your power past its limits. Oh, rastet richtig aus, Alter. Oh mein Gott, wie er ab rausrastet. Hä?
Oh mein Gott. Um gegen Son Goku zu kämpfen können, lässt Babidis Band zu. Als Babidis Magie ihn zum Weltturnier teleportiert, zeigt Vegeta seine Absicht und verwüstet das Stadion. Babidi! Move us to some place where there's no one else around! I'll give Vegeta the fight he wants, but not here! Wenn sie in der Arena weiterkämpfen, sterben Unschuldige. Son Goku willigt einen Kampf gegen Vegeta zu kämpfen an einem anderen Ort. Nachdem sie einen Ort gefunden haben, an dem es kein Lebewesen gibt, nehmen sie wieder Kampfhaltung ein. Babidi versucht Vegeta zu manipulieren, damit er den Kaioshin tötet, aber Vegeta will nur Son Goku und lehnt sich gegen seinen Einfluss ab, bla bla bla. Let's go! It'll be over soon enough when I kill you! Jetzt will er ihn natürlich umbringen. Ist gut. Oha! You know, it's pretty amazing. While I've been in Otherworld, I've done nothing but train. And yet here we are now. You and I are evenly matched. Ich habe nichts gemacht, außer im Jenseits zu trainieren, behauptet Son Goku, und trotzdem stehen wir hier. Your inborn talents have still placed you out of my reach. Even after all these years, that remains the same. Selbst all den nach all den Jahren ist das so, dass du stärker bist mit deinen angeborenen Talenten. I wanted to go back to the cold-blooded Saiyan I'd been in the beginning. The one who didn't care about anything but besting you in one-on-one combat. Oha. Ich muss der kaltblütige Saiyajin sein wie damals. But surrendering to Babidi's magic was a price I was willing to pay. If it meant I could be my old self again. Jawohl. That isn't true, and you know it, Vegeta. Das stimmt nicht, und das weiß auch Vegeta. Dass er sich Babidi irgendwie hergeben musste. Los geht's, Freunde. Oha. Volle Pulle drauf, Leute. Komm schon. Yeah. Greif so an. Ich hab das Gefühl. Digga. Hallo? Digga, willst du mich jetzt völlig verarschen? Wie viel Schaden macht der Mann? Ich verstehe auch nicht, warum die alle so stark sind. Das habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt. Geil, volle Pulle drauf. Nein! Tot, ich bin tot, ne? Oh mein Gott! Oha! Damn it! Vegeta, wait! Do you feel that? That huge energy? Majin Buu, he must have finally been revived! Warum sind die CPU-Spieler so stark in dem Spiel? Was war das jetzt? Majin Vegeta, 150 Seni, bla bla bla. Neue Belohnung, Magic Vegeta, haben wir aber bereits freigeschaltet. Oha, das war echt übel. Das sieht so gut aus, das Spiel, ne? Als er hört, dass Majin Buu alle töten wird, hat Vegeta keine andere Wahl, als den Kampf gegen Son Goku einzustellen. Son Goku ist es sicher, dass sie Majin Buu erledigen können, wenn sie gemeinsam kämpfen. Vegeta fühlt sich verantwortlich für Majins Erweckung, er schlägt Son Goku K.O. und will den Bösewicht bis auf den Tod bekämpfen. Als Vegeta vor Majin Buu steht, ist Son Gohans Ki befreit, bereits verblasst. So, is that pink blob with the cape Majin Buu? Well then, you're going to pay for what you did to Kakarot's son! So geil, dieses Spiel, ehrlich. Ich liebe das Spiel so sehr, es sieht so gut aus. Was ist das? Ein Riesenklumpen. Das bedeutet, dass du nur groß, fett und hässlich bist. Buu ist jetzt sauer. I'm not going to hell alone. I'm taking you along for the ride. Vegeta, ey. Brutal. Let's go. Oha, nein. Volle Pulle drauf.
Und jetzt schnell aufladen. Nein. Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Man muss auch echt sagen, also bei dem, in dem, also in dieser Serie war das eine der geilsten Szenen überhaupt. Ich weiß nicht, was für euch die geilste Szene war bei Dragon Ball Z damals, aber das war einer der geilsten. Digga, wie viel Schaden macht der überhaupt? Oha, Digga. Komm noch mal drauf. Generating any wound, then defeating him in battle may be impossible. Dad! Oha, ey. Wirklich krass. Wie viel überlebt er noch? Ne, der ist, glaube ich, down, ne? So ein geiler Charakter. Imagine Vegeta ist so geil, Digga. Ich weiß auch gar nicht, wie die ist. Das ist so ein geiler Charakter. Wie kann ein Charakter so Bombe sein? Wirklich. Vegeta erkennt, dass er Majin Buu mit seiner normalen Kampfkraft nicht besiegen kann und hat keine andere Wahl, als sein Leben aufs Spiel zu setzen. Guck mal auch, wo die stehen. Das ist eine ganz andere Szene, Ort auch als in der Serie. Haben die alles mit Absicht gemacht, die Entwickler. Vegeta wendet sich an Trunks, der ihm zu Hilfe geeilt ist, richtet einige Worte an seinen letzten Sohn. Trunks, listen. Take good care of your mother. Trunks, hör zu, kümmere dich gut um deine Mutter. What do you mean by that, Dad? Why are you telling me to take care of Mom? Warum Mama? You know, from the time you were a little baby, I've never once hugged you. Because oh I Gott. Always wanted to make you a tougher man. Jetzt wird's emotional. Als du ein kleines Baby warst, wollte ich dich schon immer in die Hand nehmen und aus dir einen harten Kerl machen. Huh? Come here, son. Wait. Dad? Lol. Aber er umarmt ihn nicht, ne? Moment mal, Papa. Hey, cut it out. You're embarrassing me. Hör auf, das ist peinlich. Take care, Trunks. Alright. Boah, was eine Szene. Lol, was war das denn? Wie sah das denn jetzt aus? Well, I finally figured out how to deal with you. Just in time. Goodbye to you all. Bulma. Trunks. And yes, even you, Kakarot. Also Fakt ist, meiner Meinung nach, das ist nur meine persönliche Meinung, die Animationen so jetzt in der Story waren, glaube ich, bei Kakarot besser. Oder waren in der Story damals bei Budokai Tenkaichi 3 sogar vielleicht besser. Was jetzt die Animation angeht, ein bisschen, finde ich jetzt von der Story. Was nicht heißen soll, dass es schlecht ist. Aber das ist hier auch so ein bisschen What-If-Story und so. Und trotzdem, man sieht halt einige Orte nicht vielleicht wie in der Serie oder so. In diesem Sinne, liebe Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir dann mit Vegeto weitermachen. Richtig geil, das Game ist crazy, 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 feiere ich sehr. Ciao, ciao.